Friedrich Wöhler, die organische Chemie, Deutschlandgenies Forscher-Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind aber wichtig für unser Selbstwertgefühl und für unsere Resilienz. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche Einleitung mit einer Begründung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel bringt die Biografie von Friedrich Wöhler und die Begründung der organischen Chemie. Friedrich Wöhler, zunächst zur Biografie. Friedrich Wöhler wurde am 31. Juli 1800 in Eschersheim geboren, das ist heute ein Stadtteil von Frankfurt am Main, und starb am 23. September 1882 in Göttingen mit 82 Jahren. Friedrich Wöhler gilt als Pionier der organischen Chemie, wegen seiner Synthese von Oxalsäure aus Dicyan 1824 und insbesondere der Synthese von Harnstoff aus Ammoniumcyanat 1828. Damit wurde die Trennlinie aufgehoben zu Substanzen, von denen man annahm, dass sie nur von lebenden Organismen produziert würden. Die Folge war die Etablierung der organischen Chemie oder Biochemie, letztlich der Kohlenstoffchemie mit ihren zahlreichen und wichtigen Verbindungen. Friedrich Wöhler war der einzige Sohn des Tierarztes, Agrarwissenschaftlers und Pädagogen August Anton Wöhler, hier im Bild, und seiner Ehefrau Anna Katharina, geborene Schröder, in Eschersheim in Frankfurt. Friedrich Wöhler hatte aber noch zwei Schwestern. Bereits in der Jugend sammelte Friedrich Wöhler Mineralien. Während seiner Gymnasialzeit in Frankfurt von 1814 bis 1820 experimentierte er schon in einem heimischen Labor. Friedrich Wöhler studierte ab 1820 Medizin, zunächst in Marburg und danach in Heidelberg, dort mit Examen und Promotion 1823. Ab 1821 studierte er gleichzeitig Chemie, die zukünftig seine Leidenschaft wurde. Friedrich Wöhler erhielt 1823 bis 1824 wegen seiner Begabung bei den chemischen Experimenten von seinem Professor in Heidelberg ein Praktikum vermittelt bei dem berühmten schwedischen Chemiker Jöns Jakob Berzelius 1779 bis 1848 in Stockholm, hier im Bild. Zwischen beiden entwickelte sich eine lange Freundschaft und Wöhler übersetzte zahlreiche Chemiebücher von Berzelius. Zu seinem Familienleben. Friedrich Wöhler heiratete 1830 in Kassel seine Cousine Franziska Maria Wöhler 1811 bis 1832, die bei der Geburt des zweiten Kindes 1832 starb. Wöhler heiratete danach 1834 in Kassel Julie Pfeiffer 1813 bis 1886, mit der er weitere vier Töchter hatte. Von 1825 bis 1831 war Friedrich Wöhler Lehrer an der Berliner Gewerbeschule und gab einige der ersten Chemielehrbücher heraus. Friedrich Wöhler schrieb insgesamt etwa 275 Bücher, Veröffentlichungen und Aufsätze. 1828 gelang ihm in Berlin die Harnstoffsynthese und damit der Schritt in seinem chemischen Lebenswerk, der ihn weltberühmt machte. Durch den preußischen König wurde er hierfür 1828 zum Professor ernannt. Friedrich Wöhler war von 1831 bis 1836 Lehrer und Professor an der höheren Gewerbeschule einer polytechnischen Lehranstalt in Kassel. Wöhler war eng befreundet mit Justus von Liebig, siehe Kapitel 40, mit dem er in seiner Kasseler Zeit ab 1830 in Gießen, in dessen damals einzigartigem Chemielabor, hier im Bild, zusammenarbeitete
und die Radikaltheorie begründete ein Modell über die Zusammensetzung und die Wirkung chemischer Verbindungen. Friedrich Wöhler wurde ab 1837 Mitherausgeber von Justus Liebigs weltberühmten Annalen der Chemie und Pharmazie. Diese waren damals die führende chemische Zeitschrift der Welt und wurde ohne Unterbrechung jahrzehntelang weitergeführt. Sie wurde erst 1998 verändert und umbenannt in European Journal of Organic Chemistry. 1836 wurde Friedrich Wöhler berufen zum Professor für Chemie und Pharmazie in Göttingen. Studenten aus aller Welt strömten zu ihm. Insgesamt hat er 8000 Chemiestudenten ausgebildet, hier ein passendes Bild dazu, und insbesondere Experimente im Labor praktisch vermittelt, was zum Standard in der Chemie wurde. Friedrich Wöhler arbeitete 46 Jahre lang bis zum Schluss als Professor für Chemie in Göttingen. Er war im In- und Ausland hochgeachtet und, wie wir ihn hier mit seinen Freunden sehen, in der chemischen Wissenschaft gut vernetzt. Am 23. September 1882 starb Friedrich Wöhler mit 82 Jahren in Göttingen und ist dort auf dem Stadtfriedhof beigesetzt. Hier ist sein Grab im Bild. Zu den Würdigungen. Friedrich Wöhler erhielt zu Lebzeiten viele Ehrungen und Orden und war Mitglied mehrerer deutscher und internationaler wissenschaftlicher Gesellschaften. Heute sind Straßen, Schulen und wissenschaftliche Preise nach ihm benannt. Friedrich Wöhler, nun zu seinem Werk und dessen Wirkung. Friedrich Wöhler gilt als Pionier der organischen Chemie. Wegen seiner Synthese von Oxalsäure aus Dicyan 1824 und vor allem wegen der Synthese von Harnstoff aus Ammoniumcyanat 1828, hier als Formel im Bild. Wöhler konnte durch chemische Untersuchungen zeigen, dass der von ihm synthetisch erzeugte Stoff identisch war mit dem von ihm selbst persönlich organisch erzeugten Harnstoff. Hört, hört. Durch Erhitzen von Ammoniumcyanat wird dieses in Harnstoff umgewandelt, der sein Isomer ist. Es gibt daneben noch weitere Synthesewege, die auch Wöhler schon beschrieben hat. Ein kurzes Wort zu den Reagenzien. Ammoniumcyanat Na4+ OCN- ist ein farbloses, festes Salz. Es ist das Ammoniaksalz der Cyansäure HOCN hier im Modell. Harnstoff, auch Carbamid genannt, CO NH2 hoch 2 oder CH4 N2O, hat zwei Aminogruppen NH2, die durch eine funktionelle Carbonylgruppe CO mit Doppelbindung verbunden sind. Harnstoff ist ein farbloser, gut wasserlöslicher Feststoff, der fast ungiftig ist. Der physiologische Hintergrund: Beim Proteinstoffwechsel von Säugetieren fällt als Abbauprodukt Ammoniak NH3 an, der für die Zellen aber giftig ist. In einem komplizierten Harnstoffzyklus wird Ammoniak in den wasserlöslichen Harnstoff umgewandelt und über die Nieren entgiftet. Bis 1828 glaubte man nach der Theorie des Vitalismus, dass eine mystische Lebenskraft, eine Vis Vitalis, zur Erzeugung der organischen Stoffe von Lebewesen unverzichtbar sei und eine scharfe, nicht überwindbare Trennung zur anorganischen Chemie bestünde. Die Trennlinie wurde durch Friedrich Wöhlers Synthesen aufgehoben und Substanzen, die nur von lebenden Organismen bekannt waren, auch aus unbelebter Materie vom Menschen künstlich erzeugt. Diese Meldung aus Berlin wurde 1828 weltweit als wichtige neue Erkenntnis gefeiert. Es war der Beginn der organischen Chemie oder physiologischen Chemie oder Biochemie, letztlich der Kohlenstoffchemie mit ihren zahlreichen wichtigen Verbindungen. Industriell hergestellter Harnstoff dient als Grundstoff für den Stickstoffdünger zur Ernährung der Menschen, hier im Bild zu sehen, allerdings auch als Bestandteil
für die Herstellung von Sprengstoffen, der nicht seltene Januskopf in der Wissenschaft. Weitere bemerkenswerte chemische Leistungen von Friedrich Wöhler waren eine Reduktionsmethode zur Herstellung von reinem Aluminium 1827. Hier ein solches Musterstück im Bild. Friedrich Wöhler gelangen als erstem die Isolierungen von Beryllium und Yttrium 1828. Beryllium hier im Bild ist ein seltenes und leichtes, hartes, mittelgraues Erdalkalimetall mit der Ordnungszahl 4 und dem Atomgewicht 9. Es wird als Austrittsfenster in Röntgenröhren genutzt. Beryllium wird selten verwendet, da es teuer ist und giftig sein kann. Es ist aber auch Bestandteil vieler Edelsteine wie Beryll, Aquamarin und Smaragd. Yttrium, hier im Bild in elementarer, kristalliner Form, ist ein seltenes und weiches, silbermetallisches Übergangsmetall der Gruppe 3, Ordnungszahl 39, und wird als Selten-Erde-Element eingestuft. Es wird als Leuchtstoff und in der Elektronik sowie als Materialverbesserer im Metallbau eingesetzt. In der Medizin wird es therapeutisch genutzt, es kann aber auch toxisch sein. Friedrich Wöhler gelangen noch weitere Erstisolierungen und Reihendarstellungen von Substanzen, zum Beispiel von den Elementen Bor und Silizium in kristalliner Form erstmals 1856. Friedrich Wöhler analysierte ferner Meteoriten und fand in ihnen sogar organische Verbindungen. Er besaß die größte private Meteoritensammlung. Hier im Bild ein schönes Beispiel eines Meteoriten aus Hessen, einige Jahrzehnte nach Wöhler und von unserem berühmten Polarforscher Alfred Wegener beschrieben. 1832 erarbeitete Friedrich Wöhler zusammen mit Justus Liebig in Gießen ein neues Konzept in der organischen Chemie, das als Verbindungsradikale bezeichnet wird. Mit dem modernen Begriff der freien Radikale hat diese Theorie nichts gemein und gilt inzwischen auch als überholt. Die Radikaltheorie gab aber Denkanstöße und hat bei nachfolgenden Forschern zu den heutigen sogenannten funktionellen Gruppen der organischen Chemie geführt. Eine funktionelle Gruppe, hier im Bild, ist eine Einheit in einem Molekül, welche die charakteristischen chemischen Reaktionen des Moleküls verursacht und beim Produktdesign auch voraussagbar macht. Friedrich Wöhler und Justus Liebig entwickelten gemeinsam die Theorie der Isomerie. Unsere Hände können dafür zur Veranschaulichung herangezogen werden. Sie sind nicht identisch, ähneln sich aber wie Spiegelbilder. Isomerie ist die Feststellung, dass zwei Stoffe oder Verbindungen bei gleicher Molekülmasse und gleicher Zusammensetzung von Elementen doch unterschiedliche Molekülstrukturen, also eine unterschiedliche räumliche Anordnung oder Verknüpfung der Atome besitzen und dadurch ganz unterschiedliche Eigenschaften haben können. Solche Isomere oder als ein Sonderfall von ihnen die Enantiomere hier im Bild wirken trotz ihrer großen Ähnlichkeit oft sehr verschieden in Pharmakologie und Medizin. Das kann auch gefährlich werden. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Allgemeinwissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Friedrich Wöhler, wissenschaftlich genau und kreativ waren und die organische Chemie begründet haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.